Dann machen wir mal weiter. Erstmal rasten. Rasten. Jetzt sollte ich mir demnächst andere Schnittmöglichkeiten überlegen. Weil ich nämlich auch ehrlich gesagt nicht mehr weiß, was ich zuletzt gesagt habe. Aber egal. Wir werden jetzt weitermachen. Da vorne ist noch was, ein Ding, wo wir das Licht anmachen müssen. Oh, wie ich das hasse. Ich ziehe hier einen an und er rennt erstmal stumpf nach ganz hinten durch, weil er jemand anders angreifen will. Anstatt sich dann um den zu kümmern, der sich einen in den Weg stellt. Naja, so ist das dann halt. So, können wir das Licht hier anmachen? Ich glaube, uns fehlt noch so ein Herz, ne? Ja. Wir brauchen aber was. Uns fehlt so ein Leuchterherz und da unten sind ja schon mal Elementare, das ist gut. Das ist ein Schamane. Da müssen wir noch hin. Hilda tut mir gleich. Da müssen wir eh dran vorbei. Da sehe ich gerade Madame zaubert, aber gewaltig. Die darf man aber eben den Untoten beschwören. Und ein Vampirhexer. Das ist gut. Das ist sehr schön, da freue ich mich. La 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 la. Hex, Hex. Und tot. Und der nächste Zauber. Und damit ist auch vorbei. Wupp. Thema erledigt. Jetzt wird hier wieder aufgeräumt. Goldmünzen. Da ist ein feuriges Herz. Mit dem können wir eben das Ding entzünden. Dann haben wir das zweite Kohlebecken erledigt. Waren drei. Auch haben wir alle drei Prüfungen zu erfüllen, um hier reinzukommen. Jetzt ist wenigstens ein bisschen was anderes. Also wir haben nur zwei Prüfungen mit Kämpfen zu tun, das ist schon mal schön. Aber in der dritten wird zwar auch gekämpft, aber das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache, weil das ist nur auf dem Weg dahin. So. Und ja, warum auch immer der jetzt schwarz war. So, das ist das Kohlebecken. Da ist noch nichts. Da hinten sind die Elementare. Die kommen gleich. Jetzt gehen wir aber erstmal hoch zum Schamanen. Oder? Ne, jetzt kommen sie angelaufen hier. Oder was? Ach ne, das sind Schatten. Hab ich gar nicht gesehen. Hab ich gar nicht gesehen, dass die da sind. Oh, und es hängt wieder. Und ich freue mich. Ich werde wie in der letzten Folge auch wieder so asynchron sein. Ach, das ist. Wenn alles repariert ist, wird es wahrscheinlich wieder besser, weil ich dann wieder zeitgleich aufnehmen kann. Aber so ist das halt etwas schwierig gerade. Man ist es ja inzwischen schon gewohnt, ne? Leider, leider, leider. So, wir ruhen uns jetzt mal eben aus. Vielleicht sage ich einfach, wenn es hakt, einfach gar nichts mehr. Dann kann ich das ein bisschen anpassen, aber dann bin ich auch wieder. Egal. So, ich weiß, wo ihr gekommen seid, Fremde. Ich stehe unbewaffnet und hilflos vor euch. Was werdet ihr tun? Der Golem hat gesagt, ihr werdet eine Bedrohung. Für mein Volk werde ich ein Erlöser sein und für alle anderen Unheil und Verzweiflung. Ich frage erneut, was werdet ihr tun? Er hat ja noch nichts Falsches getan. Also werde ich ihn nicht töten. Aber jetzt müssen wir mit der Verantwortung leben, dass viele Tote, also dass wir viele Tote zugelassen haben. Und stellt euch in Folge eurer Untätigkeit. Da kommt nämlich die Barbarenhorde. Die müsst ihr nämlich sonst nicht bekämpfen, sondern nur ihn und. Oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob ich weiß nur, dass die erste Runde mich ziemlich überrascht hat, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das so viele sind und so schnell kommen. Und deswegen haben die relativ schnell mich zerlegt. Da sind nämlich schon zwei nämlich schon hinüber. Das müssen wir hier mal eben sehen. Ich habe nämlich auch nach dem Rasten vergessen, dass der Vampir weg ist. So, und das ist nur noch Nishka. Die kann das natürlich nicht aus. Gegen vier Barbaren macht die nix. Fünf sogar. Also laden wir. Wie gut, dass ich einen Quicksave gemacht habe. Ich glaube sogar die zweite Runde habe ich auch verloren. Ich glaube im dritten Anlauf habe ich es dann geschafft. Ich weiß es nicht mehr.
Ja, wenn ich jetzt sowieso momentan so blöd nebenbei arbeiten muss, greife ich immer vor, das ist mir auch egal. Ich kann, nein. Querer wollte ich. Ich wollte den Vampir beschwören. Folgt mir! Ah, sehr schön, ein Vampir-Hexer. So muss das sein. Ja. Wir nehmen Querer, auch wenn er gleich wieder anquatscht, aber ich möchte die ganz gerne hier oben stehen haben. Oh, und sie positioniert sich um. Das ist ja schön. Sie wird umpositioniert. Ui. Das ist natürlich toll. Jetzt müssen wir uns erst wegbewegen, um dann zu zaubern. Beim Hasszaubern. Was nur. Ah, nur Mischka erwischt. Super. Was heißt, das muss ich das nächste Mal vorher machen? Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich es gemacht habe. Auf jeden Fall wird jetzt draufgehauen. Ich glaube aber, ich habe die zweite Runde auch verkackt. Und nochmal den Geschosshagel. Ja, da sind schon zwei erledigt. Wir machen zwar ordentlich gut Schaden, aber die sind nur verletzt. Die sind noch nicht tot. Und da ist unser Typ auch tot und es sind zu viele. Es sind definitiv zu viele. Trotz Vampirgeist können wir da nichts ausrichten in dem Moment. Da war der Hasszauber leider nicht gut gesetzt. Also muss ich auch zu meiner Schande gestehen. Der war ein bisschen verschwendet, weil nur für die Magierin und die Bogenschützin ist das nicht ausreichend. Leider. Wir rennen jetzt hier wieder hoch. Das ist auch scheiße, dass die umgesetzt wird. Deswegen mal gucken, wenn ich von der Seite aus dann anquatsche. Ob die dann entsprechend umgesetzt wird. Und dann, wo ist denn? Sehr schön, das ist der Krieger. Jetzt schaue ich mal, ob ich noch irgendwas Nettes habe hier. Ja. Gut. Achso, ich habe mich nicht verhasst entschieden. Ich habe nicht gelernt. Ja, aber so bleibt es stehen, das ist schön. So muss ich mich nicht erst umpositionieren. Ach, da habe ich schon Hast gewirkt. Genau. Dass halt alle davon betroffen sind, was natürlich super ist, weil jetzt Angriffe besser wirken. Und ich glaube, der Vampirkrieger ist vielleicht in dem Fall sogar die bessere Wahl für den Kampf. Weil es hier tatsächlich auch um körperliche Fähigkeiten geht. Bisschen was aushalten können. Auch wenn es Geister sind. Attacke! Oh, immer mal was zu trinken nehmen hier. Ja, die sind natürlich schon hart. So, da ist noch ein Barbarengeist. Und da wird sich hochgeheilt. Das habe ich mich vorhin auch schon zweimal vergessen. Zieht aber auch nicht viel ab, der Zauber. Die halten aber auch was aus. Und da fesselt der Zauberspruch. Wir haben die Barbarenhorde besiegt, haben die erste Prüfung damit bestanden. Was schon mal sehr, sehr nice ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir. Wir sind einen Schritt näher in Richtung Zugang zur Zuflucht. Ich bin es auch froh, dass ich das auf die Art geschafft habe, weil ich wollte ungern den Barbaren erledigen, weil ich bin nicht so der Freund, Leute für etwas zu bestrafen, was sie in Zukunft tun würden, selbst wenn sie es hundertprozentig tun. Aber sie haben es ja noch nicht getan. Also in dem Moment, in dem Augenblick noch sind die Leute unschuldig. Ja, man ist ja so lange unschuldig, bis man eine Tat begeht. Oder halt eben der Schuld überführt wird. Aber jemanden für einen Verbrechen oder für eine Tat bestrafen, die erst in Zukunft begangen wird, ist absolut falsch. Das ist nicht richtig. Deswegen fand ich den Film Minority Report auch sehr geil, weil da halt auch sehr
sieht, was passiert, wenn man damit manipuliert. So, hier riecht's nach Schwefel. Ja, man sollte aufpassen, wo man hintritt. Hier ist natürlich klar, die Leute folgen einem. Ich hätte eigentlich im Prinzip irgendwie einzeln geben müssen. Wir machen enorm viel Schaden. So, mit der Geschicklichkeit kriegen wir etwas Wasser rein. So. Und damit müssen wir jetzt wieder zurück. Und weil uns jetzt die tolle Bogenschützin aufgehalten hat, haben wir nicht viel zu viel Schaden genommen. Und bloß weg hier jetzt. Geh. Einer muss hier überleben. Ich habe keine Lust jetzt hier am Geysir zu verrecken. Das war natürlich eine mega schlechte Kiste dann. So, der ist wieder da. Nein, nein, nicht wieder reinrennen. Raus, 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 raus. Und dann kommen die Elementare. Da müssen wir mal eben ganz schnell was trinken, weil sonst liegen wir gleich wieder tot am Boden. Wir benutzen mal so eine Fähigkeit von so einem Schrein. So, einfach mal. Wenn ich die schon habe, dann kann ich die auch mal benutzen. Ja, ja, sieht nett aus. Kann man benutzen. Ich sehe da nur einen brennenden Haufen. Ich weiß noch nicht, wie man da unbedingt mit Schwertern umgehen soll. Aber na gut. Da haben wir auch das letzte feurige Herz. Womit wir dann auch die letzte Prüfung erledigen können. Das heißt, wir haben gleich Zutritt. Wir können gleich hinein, wir können gleich hinein, als wird erstmal gerastet. So, Bobby, ja komm, wir wollen noch Geister erledigen. Machen wir einen auf Ghostbusters. Da brauche ich auch die Schwerer nicht kontrollieren. Zack, zack. So, Vater Hellsicht ist erledigt. Auch wenn hier noch welche rumstehen. Jetzt warten wir noch eben, ob es was zu looten gibt. Ja, nein, vielleicht. Nö. Gut. Dann gehen wir. Doch, doch, doch. Nein, jetzt sag bloß, ich hab das übersehen beim Spielen. Da war noch was. Geh zurück. Geh zurück. Ich sagte, geh zurück. Scheiße. Hab ich doch tatsächlich was übersehen. Verdammte Axt. Na gut. Wir haben alle Prüfungen erledigt. Ja, ja. Wir haben die Fiole mit Feuerwasser. Ich habe mich geweigert, den Schamanen zu töten. So, Kohlebecken sind angezündet und die Schatten sind tot. So, wir haben die gestellten Prüfungen, jetzt muss noch das Blut. Ja, ja, mach mal. Ja, ja, mach noch mal freiwillig. Bisschen Einfluss noch. Na also, das war's. Was? Hey. Da wurde jemand teleportiert. So, und wir gehen rein. Dann wollen wir mal sehen, was der uns zu sagen hat, beziehungsweise hören. Seid gegrüßt, mein Freund. Ach, nicht der schon wieder. Ah, T-Tiefling, da seid ihr endlich. Das war nicht meine Idee, ehrlich. Scheint nicht wach zu sein, mich zu sehen, oder? Uns. Ach, wenn man in Batu etwas lernt, dann ist man schon unzählige Male passiert ist und die Lösungen sind ähnlich vorhersehbar. Achso, okay. Und Blut zieht Blut letztlich immer an und in solchen Dingen steckt Macht. Naja, was macht ihr denn hier? Naja, er ist erneut gegen seinen Willen festgehalten und dieses Mal ist sein Käfig größer und sicherer. Das heißt, wir kriegen ihn mit seinem Namen nicht raus. Das ist natürlich Blödsinn. Also, es ist nicht Blödsinn, das ist natürlich blöd für uns. Und Kurzfassung ist halt eben, dass wir hier, also dieser Ort noch voll ist mit anderen Dämonen und Teufeln und die alle diesen Schutzkreis bilden und wir müssen halt sehen, dass
wir irgendwie in die Mitte kommen zum Hexenmeister. Und die können wir halt alle nicht mehr den Namen, Bahnnamen freikriegen. So. Es erzählt uns auch noch, dass der Magier ihn rief, nicht die Fenki und er hat halt nur die Möglichkeit genutzt abzuhauen. Aber jetzt hat er ihn wiedergefunden. Also daher back to the roots, wie man so schön sagt. So, nur der Magier selbst könnte ihn befreien. Oder ein Blutsverwandter von Amanjaro. Er allein könnte die Macht dieses Ortes beherrschen. Okay. Jetzt erzählen wir noch eben Chandra Sutterman. Was eigentlich blöd ist, dass wir ihm diese Infos geben. Aber in dem Fall könnten wir sie ja nutzen, um die Dämonen und Teufel zu befreien und den Magier zu schwächen. Den die Leute hier tatsächlich immer noch für den Fürst der Finsternis halten. So, ein gewisses. Ja, mein Wissen zu wissen, aber mir bleibt keine Wahl. Erzählt mir was über den anderen Dämonen und Teufel. Ich kenne zwei. Der eine ist ein Blonde, ein Führer der Sukubi, die ist gleichsam brutal und viel verführerisch. Und der andere ist ein Balbisan, ein Balor, der so sehr von sich selbst überzeugt ist, dass er nicht mit Dienern abgibt. Jo. Ja, sie können. Ja, diese, die Bankreisen sind, sich nicht verletzen und auch nicht verletzt werden. Und trotzdem kämpfen sie gegeneinander, weil der Krieg halt, ne? Tobt. Der ja irgendwie in der neuesten Edition von Dungeons & Dragons ist der Blutkrieg ja auch entschieden worden. Ich weiß gar nicht mehr, wer gewonnen hat. Ich glaube, es waren die Teufel, die gewonnen hatten. Ist mir auch gerade relativ egal. So sehr habe ich mich da noch nicht mit auseinandergesetzt, obwohl ich den Blutkrieg immer sehr interessant fand. Jetzt ist da irgendwie so ein bisschen Luft raus. Diesen ewigen Konflikt, das war schon nicht schlecht. Das war geil. Aber ich fand sowieso bei Dungeons & Dragons die Edition, in der die Zauberpässe noch eingeführt wurde. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das schon die neueste noch ist oder ob schon inzwischen wieder neue rauskam. Sowieso nicht so toll, weil sie halt der Götterwelt extremst aufgeräumt haben und das gefiel mir überhaupt nicht. Ich mochte diese Göttervielfalt. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. So, er hat... Wie bin ich hierher gekommen? Meine Liebe, diese Zuflucht ist an die Blutlinie der Jaros gebunden. Ich nehme an, ihr seid hier gekommen, so wie ihr hereinkamt. Die, mit denen ich gekommen bin, wo sind sie? In der Nähe, zweifellos. Ich schätze, sie haben keine so angenehme Zeit wie ihr. Aber lasst uns einen Moment plaudern, nur wir beide. Es gibt so viel, das wir besprechen sollten. Also, Mephistos hat uns jetzt seine Energie geliehen, damit das Portal gestärkt wird, damit, mit dem wir in die Mitte können. Wir brauchen halt noch ein paar mehr Dämonen, die das machen. Und deswegen müssen wir uns jetzt mit den Leuten hier erfreuen. Es tritt vor, damit ich es besser sehen kann. Ein paar Lord-Dämonen, sei vorsichtig, eine falsche Antwort, wir werden nicht dazu kommen, noch in Fremde. Was ist das für ein niedriges Blut, und was ich höre, ist ein Fleisch, der Übergeruch der Bade zu verströmt. Ist es weiblich? Ach, das Viech hasst ja alles Weibliche. Bei den neuen Höllen, jo. Also, er ist halt sehr, sehr gegen das Weibliche. Und damit sollten wir uns nicht unbedingt als weiblich zu erkennen geben. Wir sind aber trotzdem nett zu ihr. Weil ich will Einfluss bei Nishka haben. Aber trotzdem will ich seine Hilfe und oder auch nicht. Ich glaube, der ist es der einzige, den ich mir jetzt nicht als Hilfe holen werde. Aber es sieht so weiblich aus, wie kann es sicher sein? So. Genau, wir machen das Männlichste, was wir machen können. Wir bieten an, unser Ding rauszuholen und ihm zu zeigen, dass wir kein Weib sind. Aber da ist er nicht ganz drauf angesprungen. Und zumindest glaubt er halt, dass wir nicht weiblich sind. Was wir ja auch nicht sind.
Also in der Hinsicht haben wir es halt einfach. Es ist dann lustig, wenn man das mit einem weiblichen Charakter spielt. Das ist sehr, sehr schön. So, er möchte natürlich Hezebel geschwächt haben, weil er nicht mehr angegriffen werden möchte. So, jetzt bieten wir ihm natürlich an, wenn wir Hezebel erledigen, dass wir dann das Portal von ihm kriegen. Und also, dass er uns hilft, das Portal zu öffnen. Er dementsprechend stimmt zu.